Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 20. Juni. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. 1. Korinther 13, Vers 5 Zwei Eheleute hatten einst viel Zank und Streit miteinander. Schließlich holten sie mich herbei. Ich sollte ihnen raten. Während des Gesprächs zog zu meinem Entsetzen der Ehemann ein Notizbuch heraus und fing an vorzulesen. Am 18. Juli hat meine Frau, am 19. Juli hat meine Frau mir gesagt, am 20. Juli hat sie das und das getan. So ging es lange weiter. Ich fürchte, wir alle haben solch ein Notizbuch im Kopf, in dem wir alles säuberlich vermerkt haben, was andere uns angetan haben. Ich finde es jedenfalls geradezu erstaunlich, wie selbst Leute mit einem schlechten Gedächtnis die Bosheit der anderen genau und jahrelang behalten können. Wie weit sind wir damit entfernt von dem göttlichen Leben? Wer in die Gewalt des Herrn Jesus kommt und damit unter die Wirkung des Heiligen Geistes, der zerreißt alle die Notizbücher in der Tasche und im Kopf. Denn die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Unser Herr Jesus hat als Frucht seines Kreuzestodes die Vollmacht, uns die Sünden zu vergeben. Vergebung der Sünden ist sein herrlichstes Geschenk. Der Prophet Micha hat diese Vergebung so vorausgekündigt. Er wird unsere Sünden in des Meeres Tiefe werfen. Das heißt doch, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wer nun zum Reich Gottes gehören will, der sollte doch diesen Heiland nacheifern. Der sollte sich von seinem Geist regieren lassen. Also lasst uns alle Erinnerungen an Böses, das uns angetan wurde, in des Meeres Tiefe werfen. Wie frei werden wir, wenn wir alle diese Notizbücher, die wir im Kopf und in der Tasche haben, versenken. Herr Jesus, hilf uns dazu. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.